I wish I had a significant other as well. Guck mal, Dünger. Wir brauchen immer Dünger. Kosten 2 Dung. Das heißt, dafür brauchen wir... Stand vorher schon, dass beim Brunnen kein Material ist. Vermutlich, aber der braucht Eimer, ja, ja, der braucht Eimer. Dünger. Verdorbenes. Ja. Habe ich halt noch nicht, aber jetzt habe ich was zugewiesen, so. Ja. Da ist halt keiner, der das macht. Da arbeitet noch keiner, aber das versteht das Spiel irgendwie, glaube ich, gar nicht. Oder ist das... Macht das... Arbeitet da auch keiner, sondern ich muss das selber machen. Scheune. Ja. Weiß ich nicht. Verstehe ich noch nicht so ganz. So. Ich kann ja eigentlich den Brunnenmacker, solange wir genug Wasser haben... Unidrog heißt der Mann. Küche. Kann der das? Bestimmt. Wo ist denn die Küche? Feldschuppen, Lager, Produktion. Hä? Küche. Lehrerslot, Arbeiter zuweisen. Unidrog. So. Unidrog. Zuweisung. Was kann er denn machen? Gebratenes Fischfilet. Dafür braucht er natürlich was, ne? Nahrungsmittellager, ja. Dann soll er erstmal nur gebratenes Fleisch machen, weil... Was? Salzfleisch. Das haben wir ja nicht. Okay, wir haben 2 Leute in der Jagdhütte und wir hoffen, das funktioniert. Was braucht der dann noch in der Hütte? Keine Zuweisungen. Ey, dieses Spiel geht mir so auf den Sack. Er hat Zuweisung. Ach so, nee, hat er nicht, weil ich dumm bin. So, der macht jetzt erstmal 100% das, weil es gibt nichts anderes. Kosten Fleisch. Er braucht aber auch nichts anderes. Das ist schon mal... Guck mal, hier brauchen wir ja Arbeiter. Also es bringt mir ja nichts. Ich mach's jetzt einfach mal. Dünger. Genau. Und jetzt sagt er mir nämlich, er braucht Verdorbenes und er braucht einen Arbeiter. Ja. Machen wir später. So. Jetzt wollte ich... Hast du Verdorbenes im Inventar? Nee, nicht wirklich viel. Das bringt alles nichts. Nee, gar nichts. Ich habe gesehen, dafür müsste ich einen Komposthaufen herstellen. Glaube ich. Ich weiß halt nur nicht... Dann baue ich einen Komposthaufen und dann muss ich... Okay, dafür braucht man auch eine Scheune. Ja, die Scheune habe ich. Aber einen Komposthaufen kann ich so bauen, glaube ich, noch. Ne? Aber ich weiß halt nicht, muss da... Muss genau da dann auch Fleisch und sowas rein, damit es verdirbt? Das wäre ja dumm. Wäre ja dumm, irgendwie mein gutes Fleisch auf den Komposthaufen zu schmeißen.
Das ist so mein Gedankengang. Ach, ich hätte jetzt reimen müssen. Ich hab das gar nicht. Danke für deine Hilfe. Also, was hältst du von dieser Idee? Ich glaube nicht, dass damit irgendwas ändert, die Leute. Die ist großartig. Feuer ab. Steinpfeil. Kann ich Steinpfeile schon machen? Nee, ne? Ich glaube, dafür brauche ich ja auch wieder die Werkstatt, ne? Brauchen wir die nicht auch, ne? Stock, Holzstamm, Stroh, das können wir wieder machen. Das kriegen wir auch hin. Nochmal Stock. Und Stein. Das heißt, Stock, 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 Stein, 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 Stroh. Ganz viel davon sammeln. Kriegen wir hin. Schon, ich bin jetzt immer verdorben. Das hat im späteren Verlauf auf Tiere, Schweine. Ja. Ich glaube, von Tiere bin ich noch weit entfernt. Glaube ich. Ich bin froh, dass ich jetzt einen Koch habe. Ich bin froh, dass wir jetzt ein bisschen Fleischproduktion haben. Und das vielleicht auch gar nicht mehr so wenig, weil wir jetzt zwei Jägerinnen haben und die Produktion von Fleisch ja auch irgendwie auf 80% hochgeprügelt haben. Das heißt, die Leute werden vielleicht erstmal nicht mehr hungern. Und ganz ehrlich, wenn die Wasser brauchen, kann ich das auch mal eben selber machen. Wisst ihr, wie ich meine? So. Und jetzt können wir mal einmal gucken. Wo habe ich das gesehen? Gebäude? Überleben? Gewinnung? Holzschuppen? Nee. Überleben, Jagdhütte haben wir. Kräuterhütte, das war es natürlich auch nicht. Landwirtschaft. Scheune haben wir. Feldschuppen wollte ich haben. Da arbeitet jetzt trotzdem keiner drin. Weil ist halt so. Der steht jetzt halt da und kostet nur. Das ist die Tierhaltung, haben wir eh noch nicht freigeschaltet. Landwirtschaft, da waren wir gerade drin. Produktion. Haben wir halt auch nur die Werkstatt. Was suchst du? Na, diesen, ich konnte einen Düngedings bauen. Na, nicht Dünge. Ein Komposthaufen. Oder geht das nur in der Scheune? Einmal zu... Was? You know how it is with monarchs. Do what they say, but do not get too close to them. Once I met a guy who kept saying, "Wind's holy," even when there was just a light breeze. Is
Sonstiges, Lagerfeuer, Fallen, Behältnisse, Weidekorb. Warum man den auch, wozu man den auch immer brauchen sollte. Sitzgelegenheiten, Pflanzen. Arbeitsstation, Wäscherei, Jagdarbeitsstation, Holzfäller. Bei der Vogelscheuche. Nee. Ey, es kann auch sein, dass das von der Scheune ausging. Weiß ich nicht mehr, Digga. So. Guck mal, hier ist jetzt Fleisch drin. 2 Stück Wasser. Guck mal, den können wir einmal transferieren. Und dann wird er vollgemacht und wieder reingeschmissen. Da brauche ich ja keinen Mitarbeiter für. So. Wir haben hier schon gebratenes Fleisch. Das heißt, der Küchenmeister ist ordentlich am Machen, ne? Fleisch, kein Material. Was? Dann machen wir schon wieder die Jagdtanten hier. Das sind doch jetzt 2. In Arbeit. Fleisch. Hä? Das habe ich doch. Ich habe das doch runtergeschraubt. Mehr Fleisch. Was soll denn das jetzt? Oder hätte ich das noch speichern müssen? Intensität bestätigen. Zack. Brunnen, keine Arbeiter, ist nicht schlimm. Küche, kein Material, ja, weil er kein Fleisch hat. Es kommt. Es kommt. Fleisch ist kommen. Hier, machen Fleisch. Die Damen machen Fleisch, da, ist gleich da. Kann er machen. Cool. So, dann würde ich mich, glaube ich, nochmal um Dinge und Sachen kümmern für die Damen und... Okay, ich brauche also noch mehr Steine. Also, ich muss sowieso Steine sammeln, ne? Tagebuch. Er hustete und pustete Stöcke, Stroh... Okay. 10-mal Stein, das kriegen wir hin. Stock machen wir einfach ganz viele. Holzstamm brauchen wir noch 4 Stück und ein bisschen Stroh. Polizei.
Alles klar. Ich weiß gar nicht, was du verpasst hast, Marie. Oder Comedy auch. Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Zeit... Comedy, warst du die ganze Zeit da oder du warst so still? Wir haben nämlich ordentlich was geschafft jetzt. Du hast den Düngerhaufen gefunden. Wo war der? Wir haben nämlich jetzt... Ich spiele nebenbei ein Spiel. Ach so. Gut. Aber Marie, wir haben jetzt eine Küche. Da kocht auch jemand gebratenes Fleisch für die Leute. Wir haben jetzt zwei Jägerinnen, die jetzt auch einfach mehr Fleisch produzieren, weil wir das umgestellt haben. Doch bei Möbel. Ich guck gleich nochmal. Warum wird mir jetzt eigentlich schon wieder die verfickte Mission nicht angezeigt? Quest verfolgen. Meine Güte. So, Stöcke brauchen wir noch ein paar mehr dann. Jetzt läuft's, Alter. Ich bin im Spiel drin. Ich schwör. Bin im Spiel drin. Ich glaube, Quest abgeben machen wir morgen. Möbel, Arbeitsstation, Landwirtschaft. Komposthaufen da, aber gut, den habe ich. Holzstamm. Kompostiert Nahrungsmittel nach nur einem Jahreswechsel zu Verdorbenen. Aber wie gesagt, da muss ich halt Nahrung raufknüppeln, ne? Und das ist das, was mich ärgert. Wie viel Nahrung soll ich da raufknüppeln? Und 10 Verdorbenes gibt ja ein Dünger. Und das ist so ein bisschen... Also ich kann den mal bauen, ne? 8 Holzstämme, ja meine Güte. Das ist jetzt nicht wild. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Apropos, ich brauche noch Holzstämme, 4 Stück, ne? Yep, deswegen lieber schon Verdorbenes bei der Scheune machen. Ja, aber das ist ja genau dasselbe. Da muss ich ja auch, mein Essen reinballern. Know what I mean? The village is slowly developing. Das ist ja... die Obstbäume. Oder geringe... Lebensmittel, ja. Davon habe ich aber nichts. Also, momentan wird ja alles verbraucht. Das sieht man ja. 4-mal gebratene Fleisch und so. Gebratener Fleisch. Ja, das hier kann man... Das kann man verwerten, oder? Oder ich fresse es jetzt einfach. Ich habe eh Hunger. Ja gut, jetzt ist aber auch hier ein bisschen was drin, ne? Also, ich guck mal eben. Geh mal in Le Scheune. Ach nee, muss ich ja warten. Also. Ich sammle noch mal ein bisschen Steine.
Ich tippe mal, dass ich morgen dann nochmal die Damen hier mit Messern und den Holzfäller mit Äxten und so versehen werde. Ich werde mal die Pilze einsammeln, die können wir bestimmt auch noch verticken. Wenn wir morgen schon in der Stadt sind. Ich glaube, noch haben wir keine Verwendung, weil wir noch keine Rezepte haben, dass die Küche jetzt irgendwie uns da was mega Geiles hinzaubert. Das wird einfach noch nicht passieren. Alter, wachsen hier viele Pilze. Und Rüdiger, was hast du heute gemacht? Oh, ich war mal wieder in den Pilze. Das war echt schön. Ich habe richtig viele gefunden. Edelreizer habe ich. Wie hießen die anderen? Die ich eben gesammelt habe? Ich weiß das nicht mehr. Andere Pilze habe ich. Boah, ist doch schön, ne? Wenn man sonst keine Hobbys hat. Birkenmilchling habe ich. So. Holzschuppen, siehst du, der braucht was. Hab ich's mir doch gedacht.